Testdaf, Musterprüfung 2, Prüfungsteil Hörverstehen. Sie hören insgesamt 3 Texte. Die Texte 1 und 2 hören Sie einmal, den Text 3 hören Sie zweimal. Schreiben Sie Ihre Lösungen zunächst hinter die Aufgaben. Am Ende des Prüfungsteils Hörverstehen haben Sie 10 Minuten Zeit, um Ihre Lösungen auf das Antwortblatt zu übertragen. Text 1. Sie sind in der Küche des Studentenwohnheims und hören ein Gespräch zwischen zwei Studentinnen. Sie hören dieses Gespräch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 8. Hören Sie nun den Text. Schreiben Sie beim Hören die Antworten auf die Fragen 1 bis 8. Notieren Sie Stichwörter. Hallo Lisa, ich muss dir was erzählen. Ich komme gerade von der Jobvermittlung. Stell dir vor, ich kann vielleicht in den Ferien einen Job als Jugendreiseleiterin bekommen. Mensch Maria, toll. Was musst du denn da alles machen? Also, ich mache eine Busreise mit Jugendlichen ins Ausland. Ich fahre mit der Gruppe von Anfang an mit und muss mich um alles kümmern. Ich bin praktisch immer mit den Jugendlichen zusammen, esse mit ihnen und wohne im gleichen Hotel. Ich organisiere die Tagesausflüge und plane außerdem das Abendprogramm, zum Beispiel eine Disco oder einen Filmabend oder sowas. Du machst eigentlich Urlaub und bekommst auch noch Geld dafür, oder? Kann das jeder machen? Im Prinzip schon. Die meisten Reisebegleiter sind Studierende. Man muss aber mindestens 21 Jahre alt sein und einen Erste-Hilfe-Kurs haben. Das sind eigentlich die wichtigsten Voraussetzungen für die Bewerbung. Hast du denn einen Erste-Hilfe-Kurs? Ja, den habe ich schon letztes Jahr beim Roten Kreuz gemacht. Ach so. Und jeder, der sich als Reisebegleiter bewirbt, kann dann auch dort arbeiten? Nein, natürlich nicht. Nachdem man sich beim Reiseveranstalter beworben hat, wird man zu einem Interview eingeladen. Da unterhält man sich mit Studierenden, die schon als Reiseleiter gearbeitet haben. Man soll erzählen, was man mit den Jugendlichen machen möchte. Und dann? Nach dem Interview entscheidet der Reiseveranstalter, ob man für den Job geeignet ist. Wenn ja, dann muss man noch ein 5-tägiges Seminar besuchen. Dort spricht man über verschiedene Themen, zum Beispiel über Jugendschutz, Reiserecht, Reiseorganisation und so weiter. Wenn man das Seminar nicht mitmacht, kann man nicht als Reisebegleiter arbeiten. Also, das wäre mir zu anstrengend. Gibt es auch andere Jobs? Ja, schon, aber ich finde diese Jobs nicht so interessant. Du kannst zum Beispiel auch als Köchin arbeiten oder als Telefonistin. Nee, dann bin ich schon lieber Reiseleiterin. Und wohin fährt man dann? Das kann jeder Reiseleiter nach dem Vorbereitungsseminar selbst entscheiden. Man bekommt verschiedene konkrete Jobangebote und kann sich aussuchen, wohin man am liebsten möchte. Im Sommer habe ich noch 2 Wochen frei. Da werde ich mich auch bei dem Reiseveranstalter bewerben. 2 Wochen sind zu wenig. Im Sommer musst du mindestens 4 Wochen arbeiten, wenn du einen Job haben willst. Schade. Naja, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Überprüfen Sie jetzt Ihre Lösungen. Ende Teil 1.
Text 2. Sie hören ein Interview mit drei Gesprächsteilnehmern über deutsch-französische Hochschulbeziehungen. Sie hören dieses Interview einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 bis 18. Hören Sie nun den Text. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussagen richtig oder falsch sind. Markieren Sie die passende Antwort. In unserem heutigen Gespräch geht es um deutsch-französische Hochschulkontakte und Chancen auf dem europäischen Arbeitsmarkt. Dazu begrüße ich meine beiden Gäste Friederike Schulz, Politologin mit einem deutsch-französischen Doppeldiplom, und Dr. Achim Haag, seit kurzem Generalsekretär der Deutsch-Französischen Hochschule in Saarbrücken. Herr Haag, Sie haben auch viele Jahre beim Deutschen Akademischen Austauschdienst gearbeitet und dort das Frankreich-Referat geleitet. Insofern haben Sie sicherlich einen guten Überblick über den Studentenaustausch beider Länder. Wie ist eigentlich das zahlenmäßige Verhältnis? Gehen mehr deutsche Studenten nach Frankreich oder kommen mehr Franzosen nach Deutschland? Nun, es gibt ja sehr viele Institutionen, die Austauschprogramme anbieten. Und da ist das natürlich im Einzelnen ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, insgesamt gesehen, also wenn wir alle EU-Programme zusammen betrachten, kann man schon sagen, dass der Anteil von Deutschen und Franzosen ungefähr gleich ist. Frau Schulz, Sie haben selbst so einen Studienaufenthalt im Nachbarland erlebt. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit beiden Studiensystemen gemacht? Also ich bin sehr froh, dass ich die Chance hatte, beide Systeme kennenzulernen. Denn ich habe zuerst 2 Jahre in Deutschland studiert, dann 1 Jahr in Frankreich und dann mein Studium hier in Deutschland beendet. Also ich muss sagen, dass die Hochschulsysteme doch ziemlich unterschiedlich sind. Das fängt schon damit an, dass man in Frankreich nur ein Fach, in Deutschland aber mindestens 2 Fächer studiert. Außerdem sind die französischen Studenten im Vergleich zu den Deutschen sehr jung, meistens kaum 20. Und wenn man jetzt die Art zu unterrichten in beiden Ländern vergleichen würde, auch die Freiheiten, die ein Student genießt, was würden Sie dazu sagen? Naja, das war schon eine ganz schöne Umstellung, das muss ich ehrlich zugeben. In Deutschland hat man ja eine gewisse Freiheit im Studium. Man kann sich den Stundenplan zusammenstellen, wie man will. Und es wird erwartet, dass man sich den Stoff von einem Seminar selbstständig erarbeitet. Manche fühlen sich dabei alleingelassen und wünschen sich mehr Hilfe von den Dozenten und Professoren. In Frankreich dagegen ist das Studium deutlich straffer organisiert und mehr vorstrukturiert als in Deutschland. Die Studenten sind es zum Beispiel eher gewohnt, den Stoff präsentiert zu bekommen und sehr viel mitzuschreiben. Eine straffere Organisation hat aber durchaus seine Vorteile, denn man wird durch die Studienplanung nicht überfordert. Wie schätzen Sie Ihre beruflichen Aussichten ein? Glauben Sie, dass man mit einem Doppeldiplom bessere Chancen hat auf dem Arbeitsmarkt? Es ist sicherlich eine gute Zusatzqualifikation, das ist ganz klar. Aber allein reicht das noch nicht aus.
Ganz entscheidend ist, dass man nebenbei noch viele Praktika macht und so Erfahrungen in der Arbeitswelt sammelt. Ich war zum Beispiel in Frankreich zum Praktikum bei der Vertretung der EU-Kommission in Paris. Das kommt immer wieder gut an bei Arbeitgebern. Ich will ja Journalistin werden und möchte später mal einen Job im Ausland übernehmen. Ich denke, da kommen mir die Praktikumserfahrungen sicher zugute. Herr Haag, wie beurteilen Sie aus Ihrer Sicht als Generalsekretär der Deutsch-Französischen Hochschule die Karrierechancen Ihrer Absolventen? Also, wir haben da eigentlich sehr positive Erfahrungen gemacht. Die Deutsch-Französische Hochschule hat schon seit 4 Jahren eine Jobbörse, wo junge Studienabgänger mit den Unternehmen zusammengebracht werden. Das sind so 80, 90 Unternehmen, die sich da präsentieren und Interviews mit den Interessenten führen. Die Vermittlungsquote ist erstaunlich hoch. Übrigens ist es gerade die interkulturelle Kompetenz der Absolventen, die gefragt ist und die den Leuten hilft, einen Job zu finden. Nicht unbedingt in Frankreich oder Deutschland, sondern häufig auch in einem anderen Land. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Überprüfen Sie jetzt Ihre Lösungen. Ende Teil 2. Text 3. Sie hören ein Interview mit dem Geologen Norbert Roland über eine Forschungsexpedition in die Antarktis. Sie hören dieses Interview 2-mal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 19 bis 25. Hören Sie nun den Text ein erstes Mal. Beantworten Sie beim Hören die Fragen 19 bis 25 in Stichworten. Im letzten Jahr ist eine groß angelegte Forschungsexpedition in die Antarktis zu Ende gegangen. 6 Wochen lang arbeitete eine deutsch-australische Geologengruppe in den Prince Charles Mountains, einem entlegenen und nur schwer zugänglichen Gebirgszug im Osten der Antarktis. Norbert Roland von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe war Mitglied der Forschungsgruppe und ist heute unser Gast. Herr Roland, was war das Ziel dieser Expedition und wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Für die meisten ist die Antarktis die letzte Wildnis der Erde. Geologisch gesehen ist sie der letzte Teil eines gewaltigen, sogenannten vorzeitlichen Kontinents mit Namen Gondwana, zu dem sich Afrika, Indien, Australien, Südamerika und eben die Antarktis verbunden hatten. Wir wollten nun in unserer Expedition die Spuren dieses Urkontinents weiterverfolgen, um tiefere Einblicke in die Geschichte und Zukunft der Antarktis zu gewinnen. Gondwana ist längst zerfallen, aber die Antarktis blieb am Pol zurück, seit 16 Millionen Jahren isoliert von allen anderen Landmassen und seit ebenso langer Zeit mehr oder weniger vereist. Die Tatsache, dass die Antarktis fast völlig von einer kilometerdicken Eisdecke überzogen ist,
macht ein Forschungsvorhaben in solch einer extremen Region unvorstellbar teuer. Bedenken Sie nur, welche Ausrüstung für ein Team von 32 Wissenschaftlern benötigt wird. Die Zusammenarbeit mit Australien kam uns insofern sehr gelegen, denn bei diesen enormen Expeditionskosten sucht man nach Kooperationspartnern, die gleiche Interessen haben, um sich auf diese Weise die Kosten zu teilen. Wie ist die Antarktis eigentlich entstanden? War sie immer schon so ein kalter Kontinent wie heute? Wie schon gesagt, war die Antarktis das Herz des Urkontinents Gondwana. Aber bereits vor weit mehr als 100 Millionen Jahren begann Gondwana allmählich zu zerfallen. Der Grund dafür ist der gleiche, der lange zuvor die Landmassen zusammenwachsen ließ. Tief im Inneren der Erde wirkten Kräfte, die Teile der oberen Erdschichten gegeneinander verschoben. Diese Kräfte bewegten also die Kontinente und veränderten deren Lage zueinander. Auf diese Weise lösten sich der Reihe nach Afrika, Indien, Australien und Südamerika von der Antarktis. Übrigens fand schon 1937 eine Expedition heraus, dass die Antarktis nicht immer ein Eiskontinent gewesen ist. Denn die Expeditionsteilnehmer entdeckten damals zu ihrem Erstaunen fossile Überreste von tropischen Pflanzen, dichten Wäldern und sogar von Dinosauriern. Es hat auf dem Kontinent über dem Südpol also durchaus auch lange Phasen mit wärmerem Klima gegeben. Nun stellt sich natürlich die Frage, wann und aus welchem Grund begann es dann aber in der Antarktis kälter zu werden? Man muss die klimatischen Veränderungen unbedingt im Zusammenhang mit dem eben genannten Zerfallsprozess des Urkontinents sehen. Als entscheidendes Ereignis für den einsetzenden Temperaturrückgang zählt, dass sich Australien von der Antarktis abtrennte. Dieser Prozess begann vor rund 55 Millionen Jahren und führte dazu, dass zwischen den beiden Kontinenten ein Meer entstand. Hier bildete sich eine kalte Meeresströmung heraus und die Antarktis begann abzukühlen. Ein zweiter zentraler Faktor für die Vereisung der Antarktis war der Aufstieg des transantarktischen Gebirges im Westen des Kontinents. Es entstand vor 34 Millionen Jahren und bildete mit seinen 3000 Kilometer Länge und mehr als 3000 Meter Höhe eine wirksame Barriere, die den Austausch der Luftmassen blockierte. Im Landesinnern wurde es kühler und kühler. Die Vereisung selber hat aber auch sicherlich nicht mit einem Schlag stattgefunden, sondern lange geologische Zeiträume benötigt, wobei es immer wieder klimatische Schwankungen gab. In den Prince Charles Mountains der Antarktis gibt es übrigens heute noch eine mächtige Vertiefung, die das Auseinanderbrechen des Südkontinents beweist, den sogenannten Lambert-Graben. Dieser langgezogene Einschnitt in der Erde ist im Prinzip die Fortsetzung der Bruchlinie, an der sich Australien von der Antarktis trennte. Von dieser Expedition nun erhoffen wir uns unter anderem Aussagen darüber, wann der Lambert-Graben entstanden ist. Die Forschungsergebnisse werden allerdings erst dann vorliegen, wenn wir die Laboruntersuchungen an den vielen Tonnen Gesteinsproben abgeschlossen haben. Herr Roland, herzlichen Dank für das Gespräch. Ergänzen Sie jetzt Ihre Stichwörter. Sie hören jetzt den Text ein zweites Mal. Im letzten Jahr ist eine groß angelegte Forschungsexpedition in die Antarktis zu Ende gegangen.
Sechs Wochen lang arbeitete eine deutsch-australische Geologengruppe in den Prince Charles Mountains, einem entlegenen und nur schwer zugänglichen Gebirgszug im Osten der Antarktis. Norbert Roland von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe war Mitglied der Forschungsgruppe und ist heute unser Gast. Herr Roland, was war das Ziel dieser Expedition und wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Für die meisten ist die Antarktis die letzte Wildnis der Erde. Geologisch gesehen ist sie der letzte Teil eines gewaltigen, sogenannt vorzeitlichen Kontinents mit Namen Gondwana, zu dem sich Afrika, Indien, Australien, Südamerika und eben die Antarktis verbunden hatten. Wir wollten nun in unserer Expedition die Spuren dieses Urkontinents weiterverfolgen, um tiefere Einblicke in die Geschichte und Zukunft der Antarktis zu gewinnen. Gondwana ist längst zerfallen, aber die Antarktis blieb am Pol zurück, seit 16 Millionen Jahren isoliert von allen anderen Landmassen und seit ebenso langer Zeit mehr oder weniger vereist. Die Tatsache, dass die Antarktis fast völlig von einer kilometerdicken Eisdecke überzogen ist, macht ein Forschungsvorhaben in solch einer extremen Region unvorstellbar teuer. Bedenken Sie nur, welche Ausrüstung für ein Team von 32 Wissenschaftlern benötigt wird. Die Zusammenarbeit mit Australien kam uns insofern sehr gelegen, denn bei diesen enormen Expeditionskosten sucht man nach Kooperationspartnern, die gleiche Interessen haben, um sich auf diese Weise die Kosten zu teilen. Wie ist die Antarktis eigentlich entstanden? War sie immer schon so ein kalter Kontinent wie heute? Wie schon gesagt, war die Antarktis das Herz des Urkontinents Gondwana. Aber bereits vor weit mehr als 100 Millionen Jahren begann Gondwana allmählich zu zerfallen. Der Grund dafür ist der gleiche, der lange zuvor die Landmassen zusammenwachsen ließ. Tief im Inneren der Erde wirkten Kräfte, die Teile der oberen Erdschichten gegeneinander verschoben. Diese Kräfte bewegten also die Kontinente und veränderten deren Lage zueinander. Auf diese Weise lösten sich der Reihe nach Afrika, Indien, Australien und Südamerika von der Antarktis. Übrigens fand schon 1937 eine Expedition heraus, dass die Antarktis nicht immer ein Eiskontinent gewesen ist. Denn die Expeditionsteilnehmer entdeckten damals zu ihrem Erstaunen fossile Überreste von tropischen Pflanzen, dichten Wäldern und sogar von Dinosauriern. Es hat auf dem Kontinent über dem Südpol also durchaus auch lange Phasen mit wärmerem Klima gegeben. Nun stellt sich natürlich die Frage, wann und aus welchem Grund begann es dann aber in der Antarktis kälter zu werden? Man muss die klimatischen Veränderungen unbedingt im Zusammenhang mit dem eben genannten Zerfallsprozess des Urkontinents sehen. Als entscheidendes Ereignis für den einsetzenden Temperaturrückgang zählt, dass sich Australien von der Antarktis abtrennte. Dieser Prozess begann vor rund 55 Millionen Jahren und führte dazu, dass zwischen den beiden Kontinenten ein Meer entstand. Hier bildete sich eine kalte Meeresströmung heraus und die Antarktis begann abzukühlen. Ein zweiter zentraler Faktor für die Vereisung der Antarktis war der Aufstieg des transantarktischen Gebirges im Westen des Kontinents. Es entstand vor 34 Millionen Jahren und bildete mit seinen 3000 Kilometer Länge und mehr als 3000 Meter Höhe eine wirksame Barriere, die den Austausch der Luftmassen blockierte. Im Landesinnern wurde es kühler und kühler. Die Vereisung selber hat aber auch sicherlich nicht mit einem Schlag stattgefunden, sondern lange geologische Zeiträume benötigt, wobei es immer wieder klimatische Schwankungen gab. In den Prince Charles Mountains der Antarktis gibt es übrigens heute noch eine mächtige Vertiefung, die das Auseinanderbrechen des Südkontinents beweist, den sogenannten Lambertgraben. Dieser langgezogene Einschnitt in der Erde ist im Prinzip die Fortsetzung der Bruchlinie, an der sich Australien von der Antarktis trennte. Von dieser Expedition nun erhoffen wir uns unter anderem Aussagen darüber, wann der Lambertgraben entstanden ist. Die Forschungsergebnisse werden allerdings erst dann vorliegen, wenn wir die Laboruntersuchungen an den vielen Tonnen Gesteinsproben abgeschlossen haben. Herr Roland, herzlichen Dank für das Gespräch.
Überprüfen Sie jetzt Ihre Lösungen. Ende Teil 3. Sie haben nun 10 Minuten Zeit, um Ihre Lösungen auf das Antwortblatt zu übertragen.
Ende des Prüfungsteils Hörverstehen.